Beheizbare Socken, welche warme Socken am besten? Egal ob beim Spaziergang, auf dem Weihnachtsmarkt oder zu Hause, frierende Füße im Winter sind alles andere als angenehm. Kalte Körperteile stuft unser Gehirn als Fehlfunktion ein und setzt deshalb Stresshormone frei. Wie bekommt man die Füße schnell wieder warm? Insbesondere wenn man nicht daheim ist und auf eine warme Dusche oder Wärmflasche zurückgreifen kann, beheizbare Socken sind eine praktische Alternative zu Kirschkernkissen oder herkömmlichen dicken Socken. Wie funktionieren sie? Und halten sie die Füße wirklich warm? Beheizbare Socken sollen die Füße auf eine praktische Art und Weise unterwegs warmen. Besonders beliebt sind sie beim Wandern im Winter oder unter AnglerInnen. Mittlerweile werden sie aber auch im Alltag immer beliebter. Denn sie bieten den optimalen Schutz gegen kalte Füße. Im Gegensatz zu dicken Wollsocken halten beheizbare Socken nicht nur die Kälte ab, sondern entwickeln gleichzeitig eine Eigenwärme. Das gelingt durch feine Kabel, die sich erhitzen, wenn eine Energiequelle vorhanden ist. Beheizbare Socken mit Akku können bis zu 16 Stunden Wärme erzeugen. Das Nachkaufen können Sie sich sparen, da der Akku einfach wieder aufgeladen werden kann. In der Erstanschaffung sind die beheizbaren Socken mit Akku zwar etwas teurer, dafür halten sie im Vergleich zu anderen Möglichkeiten aber am längsten warm. Zudem können Sie zwischen unterschiedlichen Wärmestufen wählen. Es gibt noch keinen Wärmesockenvergleich von Stiftung Warentest. Besonders gut bei den KäuferInnen schneiden jedoch die folgenden Modelle ab. Je nach Modell und Ausstattung können beheizbare Socken bis zu 50 Grad Celsius warm werden. Die meisten Wärmesocken verfügen über verschiedene Temperaturstufen. So können Sie die für Sie ideale Temperatur programmieren, damit es nicht zu heiß an den Füßen wird. Der Großteil der beheizbaren Socken lässt sich nicht in der Maschine waschen. Für Wärmesocken, die Maschinen waschbar sind, sollten Sie in jedem Fall ein größeres Budget einplanen. Diese lassen sich überwiegend bei 30 Grad in der Waschmaschine reinigen. Günstigere Modelle bzw. Heizsocken, die nicht in der Maschine gewaschen werden dürfen, können Sie mit der Hand säubern. Dafür müssen Sie aber unbedingt die Akkus vorher entfernen. Berücksichtigen Sie in jedem Fall immer die Gebrauchsanweisung des Herstellers. Auch das ist abhängig vom Modell und von der Wärmeabgabe, die Sie wählen. Programmieren Sie Ihre Socken auf die höchste Wärmestufe. Dann ist der Akku schnell leer. Bei geringerer Wärmezufuhr hält der Akku entsprechend länger. In Sachen Material hängt die Lebensdauer von der Qualität ab. Beheizbare Socken aus hochwertiger Wolle können mehrere Jahre überleben. Falls beheizbare Socken nicht sind, was für Sie in Frage käme, gibt es weitere praktische Helfer, die Ihre Füße warm halten. Welche Option die richtige für Sie ist, hängt ganz allein von Ihren Bedürfnissen und dem Zweck ab. Haben Sie hin und wieder kalte Füße oder benötigen einen Wärmespender für den Besuch auf dem Weihnachtsmarkt? Dann sind Wärmepads sicher die günstigste und beste Wahl für Sie. Für den Heimgebrauch hingegen eignen sich Fußwärmer. Sind Sie viel an der frischen Luft unterwegs oder planen lange Wanderungen im Schnee? Dann sind beheizbare Socken kein Fehlkauf. Beheizbare Socken sind in jedem Fall eine gute Hilfe gegen kalte Füße. Haben Sie sich für das richtige Modell entschieden, werden Sie den Kauf keinesfalls bereuen. Doch wie bereits erwähnt, beheizbare Socken sind nicht gerade günstig. Daher lohnt sich die Investition vor allem für ambitionierte WintersportlerInnen oder Menschen, die auch im Winter an der frischen Luft arbeiten müssen. Und wie immer gilt, bevor Sie sich für ein Modell entscheiden, sollten Sie sich ausführlich beraten lassen und verschiedene Produkte genauer unter die Lupe nehmen. Weitere spannende Themen, die zu Hause für Wärme und Gemütlichkeit sorgen: Wärmegürtel, Therapiedecke und der Aromadiffuser.